Auf dem Standort in Treismauer wurde seit 1158, ja, das heißt seit über 800 Jahren, Mehl oder Getreide vermahlen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass also auch die Landwirtschaft seit Hunderten von Jahren dort ihr Getreide geliefert hat, bei uns eingekauft hat und es waren also sehr enge Verbindungen. Jetzt kommt der Junge und sagt, machen wir alles nicht mehr, jetzt machen wir Müsli. Damals war Müsli durchaus noch im Arbeitstitel Vogelfutter und Birkenstock und Dings. Also ich war dann nicht der nicest boy in town oder in the region, ja, weil alle gesagt, der spinnt, der Prokop. Wenn dich dieses Video inspiriert hat, dann hinterlasse uns einen Daumen hoch. Hast du Fragen an uns oder den heutigen Interviewgast, schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Interviews mit hochkarätigen Gästen. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Lass dich inspirieren.